Meine Freundin hatte ein Schloss an der Außenseite ihrer Schlafzimmertür. Ich fand das seltsam, habe mir aber nicht viel dabei gedacht. Es stellte sich heraus, dass ihre Eltern sie zur Strafe buchstäblich für lange Zeiträume in ihrem Zimmer einsperrten. Was ist eine wirklich schlimme Sache, die du als Kind erlebt hast, die dir aber erst später bewusst geworden ist? Als ich 8 Jahre alt war, kümmerte ich mich zu Hause um meinen Vater, der an AIDS erkrankt war. Meine Mutter war nicht auf dem Bild. Keiner aus der Familie wollte in seiner Nähe sein und ihm helfen, weil sie alle sagten, es sei ansteckend. Das war in den 90er Jahren, und die Unwissenheit über HIV war immer noch so groß wie nie. Ich wechselte seine Windeln, duschte ihn, fütterte ihn, gab ihm seine Pillen. Bis er starb. Als Kind war das für mich normal. Damals war es mir nicht klar, aber es hat mich wirklich fertig gemacht. Er war mein Held und der stärkste Mann der Welt für mich, und ihn in einem so verletzlichen Zustand und auf ein Nichts reduziert zu sehen, hat mein Gehirn wirklich durcheinander gebracht. Es hat mich einfach irgendwie betäubt. Ich konnte danach 12 Jahre lang nicht weinen. Auch heute noch fällt es mir schwer, in bestimmten Situationen das zu fühlen, was ich eigentlich fühlen sollte, aber ich bin viel besser geworden und habe definitiv mehr Kontakt zu meinen Gefühlen. Mein Vater und ich waren in den 90er Jahren auf einer Flugshow in Toronto. Wir sahen, wie dieses riesige Flugzeug aufstieg, ein Manöver durchführte und dann in einen Sturzflug überging, bei dem es mit der Nase voran in den See stürzte und einen gewaltigen Aufprall verursachte. Mein Vater war Fotograf und hatte es geschafft, die Sekunden vor und nach dem Aufprall festzuhalten und er sagte mir, wir müssten sofort los, er brachte den Film zur Zeitung, um ihn entwickeln zu lassen. Ich sagte, ich wolle mir den Rest der Show ansehen, weil ich dachte, eine Bombe sei einfach abgeworfen worden und das Flugzeug weggeflogen. Mir war nicht klar, dass ich gerade Zeuge des Todes von 7 Menschen geworden war. Meine Mutter war drogenabhängig. Als Kind passierten viele Dinge als Folge davon. Eine Sache, bei der ich damals nicht erkannte, wie schlimm sie war und die bei mir bleiben würde. Wahrscheinlich für immer, aber zumindest bis jetzt, war. Als der Vater des besten Freundes meiner Schwester Selbstmord beging und meine Mutter meine Schwester und mich ein paar Nächte später zu ihrem Haus brachte, die Beerdigung hatte noch nicht einmal stattgefunden, um einzubrechen und Dinge zu stehlen, um sie für Drogengeld zu verkaufen. Damals sagte sie, sie hätte die Erlaubnis dazu, hatte sie aber nicht. Sie wollte nur einen toten Mann ausrauben und nahm uns mit, um beim Tragen der Sachen zu helfen. Ich fühle mich immer noch schuldig deswegen. Ich bin in einer irisch-katholischen Familie in den USA aufgewachsen. Als ich jung war, ging ich mit meinem Großvater und seinen Freunden in ein örtliches irisches Pub. Normalerweise hatte ich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie nach Hause kamen, wenn sie zu betrunken waren, und sie auch nach Hause zu fahren, wenn ich kaum über das Lenkrad sehen konnte. Aber das Schlimmste waren die Gäste, die wir trafen. Da war ein Typ und ein Mädel, das aus Irland zu Besuch kam. Sie kamen in den Pub und erzählten allen, wie es zu Hause lief. Sie kamen zur Messe und sprachen mit allen über die Hilfe für die Waisenkinder in Irland, deren Eltern von den Briten ermordet worden waren. Manchmal waren sie auch bei meinen Großeltern oder bei anderen Familien vor Ort. Wir unterhielten uns immer gern mit ihnen, weil sie einen coolen Akzent hatten, Gälisch sprachen, coole oder lustige Lieder sangen und gute Geschichten erzählten. Ein Typ namens James, nie Jim oder Jimmy, wohnte ein paar Monate lang bei meinen Großeltern. Er gab mir Geld und schickte mich in den Laden, um Zigaretten, Schnaps und seine Lieblingssüßigkeit, schwarze Lakritze, zu kaufen. Das Geld, das ich übrig hatte, konnte ich für Süßigkeiten ausgeben oder was immer ich wollte. Im Laufe der Jahre hatten wir mehrere Gäste, die unterschiedlich lange blieben. Erst als ich älter war, begriff ich, dass es sich dabei um Rekrutierungs- und Spendensammelaktionen der IRA handelte. Die Gäste, die länger blieben, waren auf der Flucht oder versteckten sich zumindest, bis sich die Lage genug abgekühlt hatte, um nach Hause zu gehen. Der zweite Mann meiner Mutter kam in mein Zimmer und fuhr mit seiner Hand langsam mein Bein hinauf, dann stand er plötzlich auf und ging hinaus. Dann, nachdem er rausgeschmissen wurde, kam er an meine Schulbushaltestelle, ich war die Einzige, die dort einstieg, und verhielt sich wirklich seltsam. Vor ein paar Jahren wurde mir klar, dass der Kerl versucht hat, mich zu belästigen und mich fast entführt hat. Als ich in der Grundschule war, freundete ich mich mit einer Familie an, die Kinder im gleichen Alter wie ich hatte. Ich habe sie in der Schule immer nur mit ihrer Mutter und meinem Vater gesehen. Die älteste Tochter und der älteste Sohn konnten mich nicht ausstehen, und ich wusste nie, warum, also weinte ich und sprach mit meinem Vater darüber, und er versicherte mir, dass sie mich tatsächlich mochten. Während dieser Zeit hatten wir ein Festnetztelefon im Haus, und als ich es eines Tages abnahm, hörte ich meinen Vater am anderen Ende der Leitung mit der Mutter dieser Familie sprechen.
Er sprach davon, ihr Rosen zu schenken und Zeit mit ihr zu verbringen. Als ich meinen Vater fragte, wer das sei, weil es eindeutig nicht meine Mutter war, schaltete er alle Festnetzanschlüsse im Haus ab. Es stellte sich heraus, dass er meine Mutter mit dieser Frau betrog, und ich war ungewollt darin verwickelt, weil ich ihr Freund wurde. Am Ende war es eine ziemlich beschissene Situation. Als ich 6 oder vielleicht 7, es war um meinen Geburtstag herum, war, sah ich, wie ein Mädchen von einem Auto angefahren wurde. Wir lebten in einer kleinen Stadt, in der die Grund-, Mittel- und Oberschulen alle zusammenlagen, so dass alle Klassenstufen gemeinsam mit den Bussen fuhren und alle Busse den gleichen Weg zur Schule nehmen mussten. Der Bus vor meinem hielt an, damit ein Mädchen die Straße überqueren und einsteigen konnte. Ich sah, wie sie anfing, die Straße zu überqueren. Ich sah, wie das Auto über den Hügel kam, auf den Steinen rutschte. Es war eine unbefestigte Straße. Ich sah, wie es ihren Körper traf, und ich sah, wie das Blut in den Schmutz sank. Ihr Rucksack öffnete sich und ihre Schuhe fielen ab. Einer landete in der Nähe meines Fensters. Erst nachdem die Polizei eingetroffen war und die Leiche zudeckte, bemerkte eines der älteren Kinder, dass ich zusah, und zog mich auf die andere Seite, wo ich nichts sehen konnte. Ich habe nie jemandem gegenüber erwähnt, dass ich es gesehen habe, und bin einfach weitergegangen. Etwa 10 Jahre später sprachen wir in einem Forensikkurs über Autounfälle, und das brachte die ganze Sache irgendwie an die Oberfläche. Als ich ein Kind war, schliefen alle Kinder an Heiligabend im Keller, damit der Weihnachtsmann Platz hatte, um die Geschenke zu bringen. In dieser Nacht war es draußen auf der Straße sehr laut, aber wir konnten nichts sehen, weil der Schnee die Ausstiegsfenster verdeckte. Meine Mutter kam die Treppe hinunter und sagte uns, wir sollten dort bleiben. Doch schon bald hörten wir Sirenen und sahen Polizeilichter, die sich im Schnee spiegelten. Es gab eine Menge Aufregung, die wir nicht sehen konnten. Dann kam mein Vater mit dem echten Weihnachtsmann die Treppe hinunter. Er erzählte uns, dass sein Schlitten im Schnee verunglückt war und dass die freundlichen Polizeibeamten ihm halfen, ihn wieder freizubekommen, und während sie arbeiteten, besuchte er die Kinder in der Nachbarschaft. Er holte für jeden von uns ein Geschenk heraus und setzte sich zu meiner Familie, während wir sie öffneten und ein paar Weihnachtslieder sangen. Als sich die Lage draußen beruhigt hatte, ging er zurück und lieferte Spielzeug aus. Jahre später erfuhr ich, dass es vor unserem Haus eine große Bandenschlägerei gegeben hatte und dass einige Menschen direkt vor dem Haus gestorben waren. Ein älterer Mann aus unserer Kirche wohnte die Straße hinunter, und da er wusste, dass meine Eltern zweifellos verängstigte Kinder zu Hause hatten, zog er sein Weihnachtsmannkostüm an und kam vorbei, als die Polizei eintraf. Der Weihnachtsmann war für mich als Kind ein Held, aber dieser Mann ist jetzt ein Held für mich. Meine Mutter schlief mit anderen Männern, während ich im selben Bett wie sie lag. Es hat nie wirklich geklickt, bis ich älter wurde. Sagen wir mal so, mein Therapeut ist überhaupt kein Fan meiner Mutter. Edit, an alle, die mit einer ähnlichen Situation geantwortet haben. Wenn ihr noch keine Therapie gemacht habt, tut es bitte, wenn es euch stört. Es ist nicht eure Schuld, ihr habt nichts falsch gemacht, und ihr seid wichtig, ich weiß, wie es sich anfühlen kann, als ob all das nicht wahr ist. Wenden Sie sich an mich, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen. Ich erwischte meine Großmutter mit ihrer Hand in der Hose meines Cousins. Sie hatte das Gleiche, und mehr, mit mir gemacht, als ich in seinem Alter war. Damals dachte ich, ich hätte sie zu dieser Art gemacht. Ich habe sie nicht so gemacht. Oma war eine Pädophile. Als ich ein Kind war, heiratete meine Mutter wieder einen anderen Mann. Er weckte meine Schwester und mich jeden Morgen für die Schule. Aber er ging nur kurz in mein Zimmer und schaltete das Licht an und aus, bis ich aufwachte. Wenn er meine Schwester aufweckte, ging er in ihr Zimmer und schloss die Tür. Manchmal war er etwa 10 Minuten lang da drin. Ich wusste nie, was los war, bis meine Schwester es meiner Mutter ein paar Jahre später erzählte und sie sich trennten. Im Nachhinein fühle ich mich schrecklich, weil ich immer das Gefühl hatte, dass irgendetwas nicht stimmt, aber ich habe den Zusammenhang nie erkannt. Der Typ ging nur für ein Jahr ins Gefängnis, weil meine Schwester ein Tagebuch geführt hat. Es war alles ziemlich verkorkst. Meine Mutter ließ uns manchmal ein Spiel namens Armee spielen, bei dem ich, meine Mutter und meine Geschwister als Armee durch unsere Wohnung krochen. Es war eine Art Versteckspiel. S.I.E. rief wahllos auf den Boden. Und wir ließen uns alle fallen und suchten ein Versteck. Wir kicherten und kicherten, während meine Mutter auf der Suche nach uns durch die Wohnung kroch. Wir haben das Spiel so sehr geliebt. Vor ein paar Jahren, als ich die Geschichte nacherzählte, wurde mir klar, dass wir in einer wirklich schrecklichen Gegend wohnten und sie das Spiel immer rief, wenn sie Schüsse vor dem Haus hörte. Ich nehme an, sie hatte Angst vor verirrten Kugeln. Die Jugendleitung meiner Kirche überredete eine Gruppe von uns Kindern, etwa 4 bis 7 Jahre alt, als Spiel sexuelle Handlungen aneinander vorzunehmen. Es sollte unser geheimes Spiel sein.
Sie ließen es uns während der Predigten der Erwachsenen, auf Busreisen und auf Campingplätzen spielen. Sie flüsterten uns ins Ohr, dass es Zeit sei, Softies zu spielen, und wir begannen, uns für das Spiel auszuziehen. Das ging etwa 2 Jahre lang so, bevor wir in einen anderen Staat zogen. Ich war jung und wusste es nicht besser. Ich dachte, ich müsste das Spiel geheim halten, denn nur Gott entscheidet, wer Softies spielen darf. Ich konnte diesen Schmerz nie bei meinen Eltern abladen, das hätte sie gebrochen. Also habe ich nie darüber gesprochen, außer mit meiner Schwester, die das auch durchgemacht hat. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass mein Vater nackt zu mir und meiner Schwester ins Bett kroch und mit uns kuschelte. Während des größten Teils meiner Kindheit tat er das oft. Als ich etwa 9 oder 10 Jahre alt war, merkte ich, dass er sich einpisste, weil er zu viel getrunken hatte, und dann aufwachte, sich nackt auszog und einfach zum nächsten Bett kroch. Er wurde immer auf der Couch oder dem Sessel ohnmächtig. Ich erinnere mich auch daran, dass wir so viele Kakerlaken hatten, dass es ihn nicht einmal interessierte. Ich weiß noch, wie er beim Essen eine Kakerlake von seinem Teller stiebitzte. Er tötete sie nicht, sondern schob sie einfach beiseite. Edit. Ich habe eine Menge Kommentare darüber bekommen, dass es schlimmer hätte sein können. Leider waren sie das auch. Meine Antwort bezog sich auf die Frage, was für eine beschissene Sache du als Kind erlebt hast, von der du nicht wusstest, dass sie falsch war. Ich wusste, dass alles andere falsch war. Mein Therapeut hat mir inzwischen bestätigt, dass auch diese Situation falsch war. Ich dachte, dass Väter so etwas tun, wenn sie sich betrinken. Meine früheste Erinnerung daran ist etwa 4 Jahre alt. Ein Lehrer in der 7. Klasse sagte immer, Wahoo Cheap Thrill, wenn sich ein Mädchen mit den Händen über dem Kopf streckte und die Brust herausdrückte. Mein dummer Pubertätsarsch fand das lustig, bis ich mich als Erwachsener daran erinnerte. Die Mädchen gingen zum Büro und beschwerten sich, und er hörte auf, das zu sagen, und sagte stattdessen etwas anderes. Er sagte die Dinge immer noch, ohne sie tatsächlich zu sagen. Ich wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter auf, bis ich 12 war. Wir lebten in einer heruntergekommenen Wohnwagensiedlung, in der der Eigentümer des Parks auf dem Gelände wohnte. Am 1. des Monats gingen immer ein paar Frauen in den Wohnwagen des Besitzers, blieben dort für eine halbe Stunde oder so und kamen dann wieder heraus. Der Besitzer hatte einige heftige Auseinandersetzungen mit meiner Mutter, weil sie nie in seinen Wohnwagen ging. Er schrie sie an, sie solle in den Wohnwagen gehen, und sie weigerte sich und schrie ihn an, dass sie sein Geld am Freitag oder morgen oder so haben würde. Ich habe es erst herausgefunden, als ich älter war. Meine Mutter und mein Vater sperrten meine Großmutter im Waschraum ein und ließen sie Tage oder Wochenlang nicht heraus. Sie sagten mir, sie sei verrückt und gaben mir das Gefühl, dass es zu ihrem Besten sei, dass sie dort drin war. Sie durfte nicht herauskommen, wenn sie etwas wollte. Sie wurde vor der Welt versteckt, und ich wusste nie, warum. Ich versuchte, nett zu ihr zu sein, wenn ich sie sah, und sie war nett zu mir, aber meine Eltern brachten mich dazu, sie zu hassen und gemein zu ihr zu sein. Mir wurde gesagt, ich solle dafür sorgen, dass sie eingesperrt sei und nicht herauskommen könne. Sie schlich sich nachts hinaus, um Essen zu holen, aber wenn meine Eltern sie sahen, schrien sie sie an und mein Vater schlug sie. Sie war etwa 70 bis 80 Jahre alt. Ich war zwischen 8 und 11 Jahre alt, als das alles passierte. Wenn ich sie also aus dem Zimmer gehen sah, schrie ich sie auch an und schubste sie zurück, indem ich meinem Vater nacheiferte, wie er sie behandelte. Ich weiß nicht, warum sie dort festgehalten wurde. Ich weiß, dass sie ein Haus hatte, in dem wir wohnten, und dann sind wir umgezogen. Lösen meine Eltern ihre Sozialhilfeschecks ein? Ich weiß es nicht. Sie wurde wie ein böses Geheimnis behandelt, und meine Eltern zwangen mich, gemein zu ihr zu sein. Davon habe ich mich nie erholt. Ich hasse meine Eltern so sehr, und als ich älter war, sagte ich ihnen, dass sie beide für das, was sie getan haben, ins Gefängnis gehören. Ich lebe mit der Schuld für das, was sie mich glauben ließen, das Richtige zu tun, obwohl es das nicht war. Mein Vater ist der Teufel. Meine Mutter war einmal ein guter Mensch, aber ich glaube, sie hatte Angst vor ihm. Sie haben mich total fertig gemacht. In der Schule gab es eine Lehrerin, die den Jungen erlaubte, sie auf jede Weise zu berühren, und sie dazu ermutigte. Ich verließ die Schule, hörte aber später, dass sie entlassen wurde, weil sie mit einigen Jungen auf dem Schulgelände Sex hatte. Erst als ich erwachsen war, wurde mir klar, dass sie pädophil war. Durch euer Like und ein Abo unterstützt ihr den Kanal und helft uns dabei, weiteren Inhalt zu produzieren.